Money boy in this bitch. Was happening? Widerstand ist zwecklos. Ein Tipp für alle, die auch so kurze Haare haben wie ich. Olive Oil Spray. Habe ich mir in Harlem geholt. Wenn ihr drüben seid, besorgt euch das. Für die freshe Frisur. Und ich nehme jetzt, ich bin am Set von einem neuen Video. Das kommt am 7. Dezember. 8. Dezember, so nächste Woche auf jeden Fall. Und wir drehen da jetzt. Und ich nehme jetzt kurz die Zeit, die MC-User-Fragen zu beantworten. Shoutout an Mr. Eko, der das eingefädelt hat. Shoutout an alle Leute bei MC, die ich schon noch von früher kenne und von denen ich auch immer wieder sehe, wenn sie posten. Ich kenne euren Namen und ich habe mir ein paar Fragen ausgesucht. Ich kann nicht alle beantworten. Fangen wir gleich mal an. Kanakenstar fragt, welche Features sind in Zukunft geplant? Natürlich wird man Man Spinning 9 mit ein Feature geben, da habe ich schon recorded, das kommt dann auf einem Album, wird das sein, auf einem Album Swag. Es wird ein Feature geben mit einer deutschen Rapperin, die jetzt nicht super berühmt ist, aber auch nicht ganz unbekannt. Und das verrate ich noch nicht, aber mit der werde ich auch jetzt ein Video drehen in wenigen Tagen im Ruhrpott. Und Kanakenstar fragt auch noch, wann kommt mein Album, also das Album Swag, das kommt, wenn es nicht mehr ganz so kalt ist, also im Frühjahr 2012. Und Rap Gigolo fragt, sind weitere Moneyboy Merchandise Artikel im Plan? Auf jeden Fall, dieses Shirt Widerstand Swag los von mir selbst designt, gibt es demnächst im Shop auf www.moneyboy.at in Kombination mit meiner Mix-CD Pancakes and Scissor. Die ist schon fertig recorded, ist gemastert, gemixt und das wird im Januar 2012 kommen. Ich werde euch dann noch informieren. Auf facebook.com, The Real Money Boy, gibt es immer die Updates, die Tracklist, Cover Artwork, kommt alles noch im Dezember. Und dann fragt Rap Gigo nur noch, wie sieht Money Boy den Verlauf seiner Karriere? Hat er das Gefühl, dass es bergab geht oder fühlt er sich noch on top? Natürlich ist der Hype nicht mehr dasselbe, wie er mal war. Und aber daran habe ich mich nie orientiert und nie mich deshalb gut gefühlt, weil jetzt viel Hype ist oder viele Klicks oder nicht, sondern solange mir das Spaß macht, wie dieses Video heute, solange mir das Recorden Spaß macht und ich habe das Gefühl, ich mache coole Musik, fühle ich mich immer on top. Ich habe immer gesagt, das, was ich mache, mache ich am besten und darum fühle ich mich on top. Verfickt nochmal, fragt, warum rappst du neuerdings auf Englisch? Das ist so, wenn ich recorde, ich denke mir nicht, jetzt mache ich einen Track auf Englisch und jetzt mache ich wieder einen Track auf Deutsch für die deutschen Fans und jetzt mehr was für den US-Markt, sondern ich fange einfach an, wenn ich einen Beat habe oder so, oder einfach so ohne Beat, je nachdem zu rappen. Und wenn die ersten paar Zeilen auf Englisch sind, dann überlege ich mir, okay, rappe ich jetzt auf Deutsch weiter und mache so den typischen Moneyboy-Style ein bisschen oder ziehe ich es komplett auf Englisch durch. Und so entscheide ich das auf Pancakes and Scissor. Und das Video, was wir auch drehen, ist natürlich alles zu deutschsprachigen Tracks. Aber es wird auch weiterhin die englischsprachigen Tracks natürlich geben. Und warum? Also einfach um am US-Markt auch einen Impact zu haben, um mir dort einen Namen zu machen. Leprechaun68 fragt, welche Alben oder Mixtapes hörst du zurzeit? Bitte, wenn möglich, explizite Titel angeben. Das sind mir die liebsten Fragen, weil darüber rede ich am liebsten nicht über Hype oder Fame oder Verkaufszahlen oder Money oder irgendwas, sondern über Rap-Musik. Und darum ist das eine Frage, die ich sehr gerne beantworte. Ich höre zum Beispiel gerade von Drake, Take Care. Das Album hat ein paar Tage gedauert, bis ich da reingekippt bin und am Anfang habe ich nur Headlines und Lord Knows gehört und I'm So Proud of You oder Make Me Proud. Mittlerweile höre ich alle möglichen Tracks davon, ich finde es ein cooles Album. Ich höre von Big Sean, Finally Famous und Mixtapes, zum Beispiel von Ludacris, 1.21 Gigawatts oder LeBron Flocker James 3 von Walk of Lock of Flame, Cassidy, Apply Pressure 2, alle möglichen Sachen. Ertan Ongun fragt, was hat es damit auf sich, dass angeblich Money Boy seine eigene Schwester in einem seiner Videos mitgespielt hat? Da ist gar nichts dran. Da zitiere ich Drake, der gesagt, they tell lies about me, I guess I must have made it. Also die Leute erzählen Lügen über mich. Also das muss ja nur bedeuten, dass ich es irgendwie geschafft habe, mich in dem Game zu etablieren, also das stimmt nicht. Sandman, der MC, fragt, hörst du auch so Rap eigentlich auf andere Musikstile? Ganz ehrlich gesagt, ich mache da gar nicht so, ja, ich höre auch irgendwelche Jazz-CDs oder so und inspiriere mich da und suche Samples oder so. Nein, ich höre ausschließlich
Rap, da gibt es so viel, da komme ich gar nicht nach, alles anzuhören. Und wenn ich irgendwann alles gehört habe und so, dann, das wird nie passieren. Also ich höre ausschließlich Rap-Musik, außer wenn jetzt irgendein Hit ist, der mir gut gefällt, dann gefällt mir das auch, aber so gezielt, dass ich mir das auf dem iPod ziehe und so weiter, mache ich nur Rap-Musik. Sandman, der MC, fragt, also okay, das habe ich gerade beantwortet, Don Creek fragt, hast du dein Bandana wiederbekommen? Sekunde. Ich glaube, das beantwortet die Frage. Mein Gucci Bandana, ein bisschen zerknittert, das ist das Original, das allererste, was ich je gehabt habe. Habe ich wiederbekommen. Dann fragen Leute immer wieder, was hat es auf sich mit den Xanax Bars und den Lean und Scissor und so weiter. Und weil ich ja immer wieder auch mit dem Double Cup zu sehen bin. Und da sage ich so wie Lil Wayne, don't worry, what's in my cup. That's my cup, das ist mein Cup. Also es ist nicht euer Problem, was da drinnen ist. Magadi fragt, im Bericht von Spiegel TV hieß es, der Plattenvertrag beschränkte sich auf Singles, wird das kommende Album Swag gegen zu VG, also nicht über Sony Music veröffentlicht. Das stimmt, der Plattenvertrag hat sich auf Singles beschränkt. Ich bin jetzt ein Free Agent, also ich bringe das Album raus, Swag, wie es genau rauskommt, weiß ich nicht, ich kann es selber rausbringen, aber I'm a Free Agent, Harley Atten, let's get this paper, let's get this money. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt, geht auf Twitter, The Real Money Boy. Dort findet ihr, oder auf Moneyboy.at, dort findet ihr Kontaktadressen. Jeder kann mit mir in Kontakt treten. Jojo Jonas fragt, sind Features mit internationalen Rappern geplant? Auf jeden Fall. Ich bin auch in Kontakt mit Army-Rappern, da möchte ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Ich habe erst gestern über Twitter wieder mit jemandem aus Atlanta, mit einem Rapper, keinen riesengroßen Namen, aber die Leute, die diese Trap-Musik feiern, so wie ich, und die Mixtapes hören und so weiter, die kennen den. Das sind sicherlich viele Leute, aber das ist ein Dude, der einen Namen hat, dem habe ich auch was rübergeschickt. Und das werdet ihr auch noch rechtzeitig erfahren. Trifull on Beats fragt, an was glaubst du, beziehungsweise bist du gläubig? Ja, ich glaube schon an Gott, aber jetzt nicht an eine bestimmte Religion. Aber ich glaube schon an irgendwas. Und bist du Einzelkind oder hast du noch Geschwister? Ich habe drei Schwestern. Keine von denen hat in einem Video mitgespielt. Fear Mark fragt, da sind Leute ja fast pausenlos mit Updates über Twitter, Facebook etc. an deinem Leben teilhaben lässt, hast du manchmal Lust, mal komplett weg von der Medienwelt zu gehen und ein bisschen deine Ruhe zu haben? Auf jeden Fall habe ich da Lust, das werde ich auch machen zu irgendeinem Zeitpunkt oder immer wieder mal machen, weil ich bin da gerne auf Facebook, Twitter, das macht mir auch viel Spaß, aber es muss nicht sein. Ich war jetzt in den USA und habe eine Woche gar nicht mit Twitter oder Facebook zu tun gehabt. Das geht mir nicht wirklich ab, aber ja, es ist nicht so lebenswichtig für mich und ja, ich werde mich auch wieder mal zurückziehen und einfach in Ruhe arbeiten an meiner Mucke. True Halvato, wer sind deine, fragt gleich mehrere Fragen, aber ich werde eine von ihnen beantworten, die mich am meisten interessiert hat. Wer sind deine Top 3 Rapper? Und da sage ich, das ist mir ganz leicht gefallen, muss ich nicht lange überlegen. Cameron auf jeden Fall, mein favorite all-time Rapper, Killer Cam. Joel Santana, auch für mich Top Rapper im Game. Eminem und Lil Wayne, also 4 habe ich jetzt so genannt. Weezy natürlich. Danny Fresh fragt, hast du oder willst du jemals Geld bezahlen für ein Feature? Auf jeden Fall, ich habe noch nie Geld bezahlt für ein Feature, aber ich würde auch Geld für ein Feature bezahlen. Nasir Jones, wann gibt es endlich das Walk of Block of Link Feature? I'm working on it. Wer weiß, was passiert. Yeah. Moneyboy, das war's von mir. Das war's von dir. Mein Video kommt. Geht auf www.moneyboy.at, facebook.com, therealmoneyboy, twitter.com, therealmoneyboy. Yeah, I'm out of here. Sweat.